Hallo, ich bin Lisa von der Gläsernen Stadt und wir ermöglichen es Kindern und Jugendlichen, ihre eigene Stadt kennenzulernen sowie demokratische Strukturen zu schätzen. Was das Ganze mit dem Schwimmbad zu tun hat, das zeige ich euch jetzt. Christoph, erzähl mir mal bitte, wo kommt eigentlich das Wasser für euer Becken her und wie viele Liter passen dort rein? Also in unserem Becken, das kommt aus dem Leitungswassersystem. Das wird eingespeist und nochmal bei uns gereinigt. In das Becken alleine, also in die gesamte Beckenanlage, passen 1,2 Millionen Liter Wasser rein. Das Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Wie sieht es denn bei euch aus? Wird das Wasser oft ausgetauscht? Reinigt ihr es? Wie viel verbraucht eine Person hier? Wir reinigen das Wasser vor Saisonbeginn einmal komplett in der ganzen Anlage. Zur Beckenreinigung wird das Beckenwasser teilweise abgelassen, Becken werden gereinigt und dann mit dem restlich vorhandenen Wasser wieder befüllt, um dadurch einen großen Spareffekt zu erzielen. Jeder Badegast verursacht natürlich einen Wasserwechsel, der durch die DIN vorgeschrieben ist. Da müssten dann 30 Liter pro Person gewechselt werden. Zur weiteren grünen Energie, sage ich mal, unser Duschwasser wird durch Solarenergie erwärmt, um dadurch noch Energiekosten zu sparen. Ein paar allgemeine Fakten zum Wasser. 2/3 der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. 97,5% davon sind salziges Meerwasser, 2,1% ist gefrorenes oder unterirdisches Süßwasser. Nur 0,4% sind nutzbares Süßwasser, wobei der Großteil davon in Seen vorkommt. Insgesamt ist das Wasser sehr ungleich verteilt. Das bedeutet, dass das Wasser knapp ist. In einigen Regionen Afrikas und Asiens weitaus mehr als beispielsweise in Europa oder Nordamerika. Dies kann ein Grund für Konflikte sein. Warum ist es denn wichtig, dass in jeder Stadt ein Schwimmbad existiert? Warum sind Schwimmbäder so wichtig für das Gemeinwesen? Ja, also wir sind jetzt gerade in dem Freibad und da ist es so, da ist es erstmal eine schöne Abkühlung, wenn es heiß draußen ist. Was bei Schwimmbädern auch ziemlich wichtig ist, ist, dass es ein sozialer Treffpunkt ist. Es treffen sich ganz viele Menschen, egal wo sie herkommen, wie sie aussehen. Das finde ich schon ziemlich wichtig. Und was nicht übersehen werden darf, ist das, dass Schwimmbäder Orte sind, wo Kinder schwimmen lernen. Und das ist schon so, dass Schwimmbäder doch weniger werden in Deutschland. Deshalb ist es wichtig, dass es wirklich in so vielen Kommunen wie möglich Schwimmbäder gibt, dass Kinder die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen. Weil am Ende ist es so, man kann sagen, okay, Schwimmen ist wichtig, aber lernen kannst du es halt nur im Schwimmbad. Im See schwimmen lernen ist es doch, sage ich mal, nicht sicher genug. Und deshalb ist es wichtig, dass es überall Schwimmbäder gibt. Wenn wir schon über das Schwimmen reden, was gibt es denn da für Verhaltensregeln, sozusagen das kleine 1x1 des Schwimmens? Also uns ist es ganz wichtig, dass wenn wir jetzt über Nichtschwimmer reden, dass Eltern auch verantwortungsbewusst sind und auf ihre Kinder aufpassen. Das ist die wichtigste Regel überhaupt, weil Kinder lernen erst schwimmen, sagen wir mal ab 5 Jahre. Mit 6, 7 Jahren ist eigentlich das beste Alter, schwimmen zu lernen. Und da wäre es schon gut, wenn in den ersten Jahren nichts passiert. Und dafür sind die Eltern zuständig. Und dann, wenn man schwimmen kann, gibt es so diese klassischen Baderegeln, die so jeder kennt, dass ich mich vorm ins Wasser gehen immer abkühle, dass ich mein Herz-Kreislauf-System dran gewöhne, indem ich duschen gehe, mich auch reinige. Im Schwimmbad ist es immer ganz wichtig, dass ich Rücksicht nehme auf andere. Was auch immer wichtig ist, ist, dass ich meine Kraft nicht überschätze. Also das ist immer im Schwimmbad wichtig, dass ich mich selber ordentlich einschätze, aber auch im See, weil dort ist es nicht so einfach wieder zurückzukommen. Und dann gibt es so die Klassiker bei Gewitter nicht baden gehen. Ich sollte darauf achten, dass wenn ich gerade gegessen habe, dass ich circa eine halbe Stunde warte, bis ich dann ins Wasser gehe. Also nie mit vollen, aber auch nicht mit ganz leeren Magen baden gehe. Das sind so die Klassiker. Wusstet ihr, dass fast 60% der 10-Jährigen keine sicheren Schwimmer sind? Als sicherer Schwimmer wird bezeichnet, wer das Jugendschwimmabzeichen in Bronze, auch genannt Freischwimmer, abgeschlossen hat. Zwar haben 77% der Grundschülerinnen das Seepferdchen absolviert, das reicht aber nicht aus, um wirklich sicher schwimmen zu können. Okay.
Markus, was macht die DLRG eigentlich und was kann man dabei lernen? Also die DLRG ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und bei uns können die Kinder, Jugendlichen eigentlich von klein an mit dem Schwimmlernen anfangen, hinweg zu dem Juniorretter bis hin zum Rettungsschwimmer, aber auch natürlich im Sanitätsdienst mitwirken. Einerseits hier im Freibad, andererseits aber auch an den verschiedenen Küsten, also Nord- und Ostsee. Und daneben zählt auch die Jugendarbeit zu einer unserer größten Hauptaufgaben, die wir haben. Und das Ganze ist dann ehrenamtlich? Wir sind alles ehrenamtliche Mitglieder, die unter anderem die Trainer sind, aber auch die Vorstände, aber letztendlich auch die ganzen weiteren Mitglieder, was Eltern sind, was die Kinder sind, die das Ganze, also unseren Verein, am Leben halten. Was kann man denn hier in diesem schönen Freibad noch tun, um gemeinsam Spaß zu haben? Also gemeinsam Spaß haben ist bei uns mit einer der obersten Aufgaben, die wir haben. Unter anderem haben wir ein Sommerlager, wir haben ein Trainingslager, wir bieten aber auch das mittlerweile traditionelle Paarschwimmen an, was wir alles jährlich veranstalten. Und da können zum einen die Jugendlichen natürlich ihren Spaß haben, aber auch wir Trainer. Und kann man hier noch andere sportliche Aktivitäten ausüben? Hier im Albert-Schwarz-Bad unter anderem auch Volleyball ist möglich, aber auch genauso die ganzen athletischen Disziplinen. Zum Beispiel wir im Training im Frühjahr, wenn wir hier im Albert-Schwarz-Bad sind, betreiben wir sehr, sehr viel davon, weil das Wasser ist einfach noch relativ kalt. Und da zum Erwärmen draußen an Land haben wir sehr viele Möglichkeiten. Tim, und was hast du gelernt? Meine Berufsbezeichnung nennt sich Fachangestellter für Bäderbetriebe. Das ist eine dreijährige Ausbildung im dualen System. Grundvoraussetzung ist ein Realschulabschluss und ein schwimmerisches Talent. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag von dir aus? Also ich komme ja früh auf Arbeit, gehe erstmal eine Runde durchs Bad, gucke, ob alles in Ordnung ist, dass keine Gefahren für einen späteren Badebetrieb entstehen können. Dann mache ich eine kurze Runde durch die Technik, tu alles anschalten, gegebenenfalls mal ein Pumpensieb wechseln oder sauber machen. Dann geht es auch schon los mit unseren Schwimmkursen. Gerade jetzt in der Ferienzeit bieten wir zweiwöchige Schwimmkurse an für das Seepferdchen. Dann geht es auch schon weiter mit dem gewöhnlichen Alltag als Fachangestellter für Bäderbetriebe mit der Beckenaufsicht. Da kann es dann nur sein, dass du gegebenenfalls mal erste Hilfe leisten musst und dich um deine Besucher kümmern musst, dass du die ordentlich betreust, dass die nicht mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehen. Das war's von der Gläsernen Stadt und dem Albert-Schwarz-Bad in Heidenau. Wenn euch unser Projekt gefällt, dann schaut doch mal auf der Homepage oder unseren Social-Media-Kanälen nach. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt uns gerne in den Kommentaren. So viel zu der Arbeit, jetzt kommt das Vergnügen. Ich bin jetzt rutschen.